Herzlich willkommen, eine neue Folge Football Manager 2023 auf die PS5 mit der Geisterverein in Hamburg. St. Pauli! Ja! ja, der letzte Testspiel steht auch heute an im Plan gegen und dann übernächste Folge. Dürft ihr schon auf euch freuen. Gegen Nürnberg. da bin ich auch sehr gespannt. So, letzte Folge haben wir gesehen, dass ein Spieler verletzt ist. Oh je. Da müssen wir auch mal wechseln, ne? Oh, oh nein. Aber so, ja, danke. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, wir gehen einfach mal Mannschaft. Ja. Oho. Denn. Welche Position kannst du denn spielen? Also, nee, das ist, hallo, ich will keinen Vertrag hier. Dankeschön. So, einmal so. Stürmer! Was? Achso, du kannst auch da außen. Jetzt müssen wir nur einen Spieler finden, der auch da außen spielen kann. Z, der hier. Nee, du kannst nur in der Mitte. Theoretisch müssen wir dieses Spiel der Spieler spielen lassen. Du kannst nur in der Leiter. Nee, du kannst eher Abwehr. Ah, du kannst auch nur in der Mitte. Was ist das eine Scheiße? Ja, du gut. Dann müssen wir mal gucken, welche Spieler spielen können. Keiner, glaube ich. Ja, er ist, glaube ich, der Irvine. Warum ist Irvine nicht auf Bank? Okay. Irvine hat ganz nett gespielt. Ich mag den Spieler. Irvine. So, genau, wir werden ja auch mal Sturmbach um. Ich kann ja doch, ey, ich kann ja sehen, welche Spieler schon Tore gemacht haben. Passt mal auf. Nein. Nee, wo war das? Spiele fahren und nein. Nein. Ey. Ist auch nicht. Nein. Ach, warte mal. Übersicht. Hä? Ah! Tore. Bam! Also Stand jetzt hat der hier, der Spieler. 7 Tore schon. Da, für diese Version, oh, ja, yo. 7 Buden. Und Pacerada hat einen. Und ihr seht, kein einzigen Stürmer getroffen. Nee, das stimmt irgendwie auch nicht. Nein, das stimmt nicht. Liga. Vertrag. Nee, das. Das finde ich auch blöd. Komm. Ah, da. Da ist es richtig. Ah, okay, es wird nicht an. Okay, Testspiele wird auch noch nicht angezeigt. Schade aber auch. Warum? Das finde ich aber echt blöd. Egal. Wir werden jetzt Stürmertausch machen. Nicht Otto. Ich will den hier. Das kommt drauf an. Der kommt drauf an, wir ihn verpflichten komplett oder nicht, ne? Deswegen muss der jetzt.
kann er jetzt mal zeigen, den nächsten Testspiel. Und ich will sagen, let's go! Letzte Testspiel! Meine Freunde, letzte Testspiel hier. Vor gegen der erste Ligaspiel geht. So, und sogar noch ein Heim. So spielen wir mit 4-3-3, eigentlich wie ihr es ja kennt. Hat sich nichts geändert. Die Gegner spielen so mit 4-2-3-1. Und da kommen die Teams. Also, letztes Testspiel für St. Pauli. Und der wird jetzt angepfiffen. So. Ich bin gespannt, ne? Also die letzten beiden Testspiele haben wir ja gewonnen. Sogar gegen einen Simpelsligist. Sehr gut gespielt. Und 2-0 gemacht. Gut, die Liga ist auch nicht so stark und die Teams. Aber immerhin, ja. Was ist das denn bitte schön ein Tor? Irvine macht's. 1-0 Sankt Pauli, Ladies and Gentlemen. Aber es ist leider abseits, habe ich gerade erfahren. Schade. Beziehungsweise erfahren, ne? Habe ich gesehen. Das war kurz weg. Boah, sehr gut gerettet. So. Alles war. Ja, sehr gut. Ach du grüne Neune. Das wäre ein armer Tor gewesen, Set, oder? Das wäre der Hammer gewesen. Nein! Ey, der Keeper ist gut. Schade. Erwein. Sehr gut gesehen. Sehr gut. Es gibt Elfmeter, Ladies and Gentlemen. Wen nehmen wir? Wie nehmen wir jetzt? Ich nehme ihn. Er kann zeigen, was er kann. Ladies and Gentlemen, wir haben Elfmeter. Jawohl!
Erwan jetzt. Bringt wieder rein. Schade. Uff, so. Und wir haben einen verletzten Spieler. Sehr schön. Ah, schade. Sehr gut gesehen. Und jetzt mach ihn rein. Nicht 2-0. Eieieiei. 2 Minuten oben drauf. Hakarada, wir haben jetzt die letzten Spiel-Eck-Tore gemacht. Und das wird schon wieder. Ich glaub's nicht. 2-0. Ja, Mann. Gerade überlegen, was wir hier machen können. Nö, eigentlich nix. Ey, mindestens bis jetzt haben wir immer ein Spiel Ektor gemacht und ist faul hier. Gib mal rot jetzt, Junge. Es gibt Gelb. Na gut, das ist eher ein Testspiel, ne? So Freundschaftsspiel eben halt auch, ne? Oh. Sehr schön. Jetzt passen. Sehr wohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt lang. Und jetzt kommt Ball. Ah. Oh, schade. Aber egal. Ecke, Ecke. Wir sind echt sehr stark, anscheinend. Weil wir haben ja schon 3 Ecktoren gemacht im Testspiel. Und jetzt kommt vielleicht die vierte dazu. Natürlich kommt der vierte dazu. 3-0. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr hört das Hintergrundmusik. Ah, nächster Angriff. Wird das 4-0? Nein, 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 nein. Das wäre zu gut. Zu heftig. Wir wechseln jetzt mal. Gut gemacht, Irwan jetzt. Irwan schließt ab. Oh, ganz knapp. Irwan, ja, muss leider abdrehen. Parada. Na, wechseln gleich die nächste. Aber es hat wieder kein Schimmer getroffen bis jetzt, dato. Die nächste Ecke. 4 Ecktoren haben wir.
diese Testspiele. Irgendwann will ich gut gar nicht mal rausnehmen, der darf heute mal durchspielen. Ich mag Irwan. Merkt man, oder? Ah, wo es eigentlich ein Fehler ist, eigentlich als Trainer. Gut. Ist mein Lieblingsspieler tatsächlich, Irwan. Und Pagarada. Ich glaube, Pagarada und Irwan sind eigentlich der absolute Lieblingsspieler komplett. Boah! Den Schüsse. Und Sauli. Oh, San Pauli. Oh, San Pauli. Ei, 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 ei. Oh, San Pauli. Oh, San Pauli. Den Gegentor wieder bekommen. Schade. Wieder schlecht verteidigt. Und Irwan will raus, ja, okay. Irwan darf raus. Sehr schön. Ah, sehr gut. Und jetzt mach ich ihn rein. Es gibt's doch einfach nicht. Ich wollte sagen, ne, der packt alles ja raus. So, es ist auch gleich zu Ende. Hallo, ich will ihn. Na, no, die Spielzeit hat noch weitergelaufen. 4 Minuten. Ja, 1 Minute jetzt noch, es ist um. So, CW5 ab. Jawohl, wir haben alle Testspiele gewonnen, meine Freunde, Damen und Herren. Wir haben alle Testspiele gewonnen. Ja. Ja, er fährt 3 Spiele aus. Schade. Der 3 Spiele ausfällt. Ist immer noch nichts mit der einen Spieler nicht gekommen, ne? Mit Transfer. Finde ich schade. Oh, wir dringen ein Angebot.
Achso, das ist der. Neu. Haha. Ah. Ja, okay. Die wollen ein bisschen mehr haben. Den 17-Jährigen. Die wollen ein bisschen mehr haben, okay. Nee, das ist mir zu teuer. Ist so das ganze Geld dann weg? Ey, ich kann. Ey, ihr seid doch bekloppt. Nein, ist mir zu teuer. Sag ich, wie es ist? Oh, 6 bis 7 Tage fällt er aus, einer. Wir haben noch keinen Transfer gemacht. Ah. Na gut. Nein! Welche Gegner haben wir? Wo sind wir denn? Da. Keine Ahnung. Wo die spielen. Regionalliga Ost. Ah, hey, ein Regionalligist. Da sind wir doch schon Favorit, aber, der Pokal hat trotzdem aber eine Gesetze, wie man sagt. So, meine Freunde, nächste Folge, wie ihr schon hier seht, die erste Liga-Party beginnt. Ja, wir spielen gegen Nürnberg. Das ist unser Spiel, unser erstes Heimspiel auch gleichzeitig. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Liga laufen wird. Keine Ahnung wieso, aber bis jetzt war immer bei mir auch Paris Saint-Germain-Karriere, wie immer. Das würde ich immer. Dann nicht so auf einmal nicht mehr gut gespielt haben, wie ja. 33. Wie vorher. Also wie Testspielen, ja? Ihr wisst, ne? Oh, der will aber richtig viel haben. Aber der ist kostenlos. Ach, schade. Ihr seht, ich versuch's. Oh nein, unser Keeper ist verletzt. Ja, das ist kacke. Das ist aber jetzt eine Riesenwurst. Ah. Was haben wir hier? Okay, ist auch egal. Haben wir noch einen dritten Keeper? Wir haben zwei verletzten Spieler, ne? Und noch angeschlagen. Ey. Taktik. Also der Keeper muss raus. Wie viel dürfen wir eigentlich? Ach so, bis 9. Ein Spieler. Denn. Bam. Dann haben wir alle Spieler drinne. Gut. Wie gesagt. Also, erster Spieltag beginnt Heim gegen Nürnberg. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Und ja, bis dann. Euer Finja. Halt. Hau, oder da kann ich mehr reden, wow. Abonniert gerne diesen YouTube-Kanal. Kommt auf Twitch vorbei, da machen wir auch regelmäßig Livestream. Bis hin, euch finden ja halt. Ich kann das gar nicht mehr aussprechen. Oh je, je, je.